So eine Rudi Carell, hast du eine 10.000 Euro? Ja, ist das gar nicht ein Ball da. Was kriegen wir denn, wenn wir eine Frage richtig beantworten? Das werde ich danach entscheiden. Aber es wird schwer. Wir fangen vorne an. Wir beginnen mit Erhard Heisel. Erhard Heisel wohnt in Laudenbach, das liegt in Baden-Württemberg. Und Erhard Heisel möchte wissen, was ist ein Schwebeglied? Das geht schon los, sehen Sie? Ein Fakirpimmel. Ein was? So ein indischer Fakirpimmel, so. So, wenn er keine Kobra hat, ja, spielt er sich selber. Bis die sich eine Kobra leisten können, müssen die ja mit was üben. Das ist keine Kobra, sondern so eine einäugige Python. Ja, ich stelle mir das gerade vor. Ja. Ich mache das oft zu Hause, das funktioniert. Ja, das geht. Ich habe damals auch Blockflöte gespielt, ja. Ja, Schwebeglied. Naja, das wird ein bestimmtes Glied sein, was man für die Wuppertaler Schwebebahn benutzt, oben in diesen Hochseilen. Du meinst, das ist ein Synonym für Schaffner in Wuppertal? Hey, das alte Schwebeglied. Ja, klar, das finde ich gar nicht so dumm. Ein Glied verbindet ja. Also bei einer Kette die verschiedenen Einzelglieder, bei Menschen, Mann und Frau. Und bei der Wuppertaler Schwebebahn ist das vielleicht genau das Glied, was die Bahn am Schweben hält. Erde verbindet. Genau, damit sie nicht herunterfällt. Weiter? Ja, weil das geht halt so rum am Hauptbahnhof vorbei und dann... Was ich denn weiter? Ja, und da gibt es eine ganz bestimmte Pflanschmuffe, so eine gekröpfte Nuss, und die sitzt da halt. Was macht die da? Die wartet. Ja, die wartet auf die Bahn. Auf die Bahn. Genau, wartet auf die Bahn. Nee. Gut, dann wäre ich jetzt durchaus bei dem Zauberer an sich. Es gibt doch so lustige kleine Zauberertricks. Magiere, Illusionisten, David Copperfield und wie sie alle heißen. Und dann gibt es eben genau, dann gibt es so Faxen, die machen. Und ich denke, das geht vor allen Dingen mit Magneten, ne? Plus, Minus, wie auch immer, dass die eben schweben. Was immer sie zum Schweben bringen, das ist das Schwebeglied. Falsch. Also außer bei einer Kette habe ich auch das Glied irgendwie noch nie so... Man sagt doch, bei der Bundeswehr gibt es doch auch, wenn man so in der Reihe und also Glied steht. Und das Schwebeglied ist entweder der Typ, der gerade noch einen auf die Fresse bekommen hat und noch in der Schwebe ist, bevor er aufschlägt, oder aber der Typ, wo noch nicht sicher ist, ob er jetzt dazugehört oder nicht. Griff doch mal da an, wo Oliver Kalkofe aufgehört hat. Siehst du? Ganz am Anfang. Genau, da war das richtig. Nur damit Sie auf Ihre Kosten kommen, Herr. Ja, ja. Ist oder völlig falsch, aber ich würde gerne mal was hören in der Richtung. Hinterlistiges Schwebeglied. Das Problem ist, dass man doch immer fallisch denkt. Ja, also möglicherweise sind es fallisch oder falsch? Fallisch. Also, ja. Dass man vielleicht sind es Beigaben für Astronauten. Also um dort sozusagen eine gewisse, also wenn die jetzt, die sind ja auch, haben ja auch einen Trieb, nicht wahr? Ein Antrieb? Naja, auch ein Antrieb, aber auch wenn die da länger in dieser, man muss sich das vorstellen, in einer solchen Raumkapsel sich aufhalten. Ja, was passiert dann? Naja, sie dürfen ja keine Kinder zeugen, weil wenn sie zum Beispiel sehr lange dort oben bleiben, dann können sie ja nicht entbinden. Wer, die Astronauten? Ja, und deswegen müssen sie sich auf andere Art und Weise vergnügen und haben ein Schwebeglied mit dabei. Was also? Dilde, was wegen der Schwerkraft da oben so rum. Das wollte ich sagen. Die Astronautinnen, Herr Baller. Dildo im Raumschiff. Dann auch für die Astronautinnen. Ach so. Weil die sind ja alle. Ja. Ja, oder wenn das vielleicht stimmt, vielleicht einfach, wenn man, also ich sag jetzt mal, wenn das männliche Genital so klein ist oder so leicht. Dass, also wie, du sprichst aus Erfahrung. Es schwimmt sogar in Milch. Weißt du? Ja. Sag mal ja nicht. Der also zu klein zum Stehen. Ja. Und der, zum du machst die Hose auf und schwebst so selber raus. Das kann ja auch so sein. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ja. Also mich beängstigt diese Vorstellung etwas. Schwebende Glieder, mich die auch. So auf mich zu. Nein, es ist alles klar. Wir sollten uns von diesem Thema entfernen. Also es hat damit nichts zu tun. Jetzt das heißt, ist so. Das Vereins, ja. Ich glaube, ich möchte bei der Mitgliedschaft möchte noch bleiben. Ah. Vielleicht sind es ja Vereinsmitglieder, deren Mitgliedschaft ruht. Die im Weltraum sind. Zum Beispiel. Nicht zum Beispiel. Weil sie könnten ja nicht an der Vollversammlung teilnehmen. Ruht ist gut. Ruth ist gut? Ja. Ich finde, oh, die Ruth, ich kenne es auch gut. Ja. Nein. Ich glaube, es kommt aus der Metallverarbeitung. Es ist ja so, dass in schmiedeverarbeitenden Betrieben hängen sehr schwere Motoren an der Decke, an denen dann schwere metallische Gerätschaften, wie zum Beispiel Schienen oder Amben, wenn das auch immer der Plural, Amben, Plural von Amboss? Hier ist natürlich eben eine Fliege durch. Auf jeden Fall hochgehoben werden. Und diese Kette, das letzte Glied, was in der Luft schwebt, wo man dann letzten Endes etwas dranhängt, das ist das Schwebeglied. Und jetzt sage ich es euch.
ein Schwebeglied. Ich hätte gut gelaunt noch Insektenreich und Goldschmied gerufen. Oh ja, bitte gerne, dann sage ich es nicht. Und Mittelalter. Nee, nee, wenn das Gesicht kenne ich. Lesen wir mal schön die Antwort vor. Soll ich es dann doch sagen? Ja, Sie sollen. Oder wollen wir die Insekten noch abfrühstücken? Insekten? Nee, nee. Ich meine, ihr müsst jetzt entscheiden. Also. Nein, nein, lesen Sie es mal ruhig vor, Herr Balder. Das Mitglied einer Insektengruppe, was schweben kann. Lesen Sie vor. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Das Mitglied einer Insektengruppe, das schweben kann. Insektengruppe vielleicht? Ameisen. Fliegende Ameisen sind Schwebeglieder, weil die anderen können nicht fliegen. Nur die fliegende Ameise. Insekten fliegen, schweben. Schwebfliegen. Das Glied. Insekten. Dreigeteilt, das Schwebeglied ist das Glied in der Mitte eines Insekts, wo die Flügel dranhängen. So, Herr Balder, jetzt lesen Sie bitte vor. Was ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich rufe zwar noch ein zärtliches Pollen. Können Sie das auch zärtlich rufen? Rufen Sie doch mal zärtlich Pollen, Frau Münzel. Ich will's Pollen. Aber hören. Pollen. Ja. Auch das nicht. Ich sage es euch. Ein Schwebeglied. Schwebeglied nennt der Zahntechniker ein Brückenglied für den Unterkiefer, das nicht ins Zahnfleisch eingelassen ist, sondern ca. 2 mm über dem Zahnfleisch schwebt. Ich habe so eins drin. Eben. Ich weiß es. Ich weiß es, weil wir beide den gleichen Zahnarzt haben. Und du hast es nicht gesagt. Nein, ich habe es nicht gesagt. Ja. Und warum nicht? Weil du gerne möchtest, dass Erhard Heisel 500 Euro kriegt. Genau, ich habe es gewusst von Anfang an. Ja, Erhard Heisel 500 Euro für Sie. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Eine böse Falle für Essensreste zu sein, das Herr Balder. Das ist eine böse Falle für Essensreste. Haben Sie denn auch eine Munddusche? Nein, er hat ihn mit seinem Nicht mal eine normale Dusche. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Good shot. Das ist richtig. Gibt es auch Mundduschen? Ja. Wie schön. Es ist schwierig, so eine große Brause in die Fresse zu kriegen. Obwohl, der Martin Schneider hat so eine. Er hatte normale. Der benutzt von Gardena. Wir kommen zu Michael Lorenz. Er wohnt in Oberdink. Das liegt in Bayern, Oberdink. Und er hat eine Frage, die ihr eventuell beantworten könntet. Warum war ein Konzert in Dresden schuld, dass die Band danach ihren Namen in Die Prinzen änderte? Weil es... Die hießen vorher die Herzbuben. Ja. Und warum war ein Konzert schuld? Weil da die Wildecker Herzbuben aufgetreten sind. Wahrscheinlich, sowas wird es gewesen sein, oder? Das war es nicht. Die sind nicht aufgetreten. Aber die haben geklagt. Die haben geklagt, ja. Nein. Auch nicht? Nein. Aber sowas muss es gewesen sein. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Also da waren irgendwelche Mutti, da stand die Herzbuben auf dem Herzbuben Plakat. Vorher. Und dann haben irgendwelche Muttis, die normal lieber so kamen Nebel oder sowas, schöne Sendungen schauen, gedacht, aha, nö, da kommen die Herzbuben. Da gehen wir mal hin. Und? Und dann standen nicht zwei dicke Männer, sondern fünf dicke Männer. Und deswegen haben die hinterher wollten die ihren Kaufpreis zurück, die dicke Eintrittspreise zurück, weil die waren gar nicht da. Die wollten nicht den Kaufpreis zurück, sondern die halbe Halle war plötzlich leer. Richtige Antwort. Dankeschön. Schon mal verloren. Ja, vor allem bei der zweiten Frage schon. Ja, so ich habe ja nicht gewettet. Das Konzert fand 1990 statt. Wenige Minuten nach Beginn des Konzerts verließen Scharen von Besuchern unter Protest den Dresdner Kulturpalast. Wie gesagt, die Prinzen hießen vorher Herzbuben. Die haben alle wirklich gedacht, die Wildecker Herzbuben treten auf. Obwohl vom Gewicht war es ungefähr dasselbe. Sind alle raus und danach haben die Jungs dann gesagt, Herzbuben geht nicht mehr und nennen sich ab 1990 die Prinzen. Jetzt wissen wir das auch. Es gibt kein Geld, Michael. Es tut mir leid. Michael Hildebrand wohnt in München und möchte wissen, was ist ein geschnittener Mönch? Eine arme Sau. Ja. Ja. Ja, das ist sowas ähnliches wie ein armer Ritter. Ja, Gebäck. Ja. Ich bin auch in der Richtung Gebäck. Also ein geschnittener Mönch ist so eine Art... Also kein Beschnittener, ein G-Schnittener. Nein, natürlich. Das ist so eine Art Spekulatius, würde ich sagen. Weil wie? Auch braun, Kutte... Ja, Art reicht ja nicht. Wie Art jetzt? Ja, ist also, das ist ein Gebäck aus Filz. Mit einem Kranz Sahne oben, so eine Tonsursahne oben. Ein bestimmtes Lebkuchengebäck ist das. Wie sieht denn das Gebäck aus? Geschnitten. Ja. Nicht am Stück. Ja, entweder wohnen die in Zellen oder sind auf den Knien. Oder Braunbier.
Bitte? Oder sprechen aus Braun, das ist eine schöne Vielleicht Idee. Können aus Bier singende gebraut. Kekse. Singende Kekse. Weiß. Oder? Singende Kekse, die ja. singen noch immer die Mönche. Also das hat mit Essen überhaupt nichts. Nein. Aber mit Trinken, mit geschnitten ein, ja, Bier, die haben ja gerne Bier gebraut, der Mönch ja. an sich. Tun die immer noch. Und vielleicht ist das die Art, wie man oben diesen Bierschaum vom Glas... Moment, genau. Wir haben doch auch Österreicher heute Publikum. Ja. Und in Österreich gibt es ja auch Pharisäer. Man gibt ja ganz verschiedene Kaffeearten da. Pharisäer ist mit was? War das noch gleich? Sollen wir langsamer sprechen, oder? Zumindest gibt es Pharisäer, das ist, glaube ich, eine Kaffee, so ist das richtig? Ja, das Kaffee mit irgendwas drin. Mit irgendwas Alkohol drin, mit Alkohol drin. Ja. Ich glaube, Pharisäer, ja. Geschnittener Mönch ist irgendeine Kaffeesorte. Kaffee, wo einer reingespuckt hat. Eingespuckt oder, so, oder sowas, ja. Falsch. Ja. Vielleicht ist es ein Pilz. Es gibt ja auch den scheuen Kalmück. Warum sollte es nicht auch den geschnittenen Mönch geben? Den hat Ulrich Roski schon besungen. Ja, eben, das meine ich ja. Der scheue Kalmück. Nein, es ist kein Pilz. Ich glaube, es ist eine Pflanze. Eine Pflanze. Ist es eine Pflanze? Pflanze ist jetzt ganz weit weg. Back. Dann ist es ein Tier. Dann ist es kein Tier. Nein. Es ist auch kein Tier. Wenn es eine Pflanze ist, ist es kein Tier. Bernhard, was ist los? Ja, ich hatte erst auf Gras getippt, dann auf irgendeine Mücke und ich möchte mich gerne wieder ausklinken. Ja. Dann ist es eine Halbedelsteinsorte. Aha. Ah, natürlich. Ja, also ich habe einen teuren Ring, habe ich schon gesehen, mit fünf geschnittenen Mönchen drin. Ja, ne, das ist bestimmte Graphitsteinchenabbau. Schwer, ne? Könnte es aus dem Bereich Gastronomie, Ernährung stammen, insofern, als dass es vielleicht eine spezielle Zubereitungsart von, sagen wir mal, Fleisch oder so etwas ist? Nicht Fleisch. Auch keine Zubereitungsart. Auch völlig falsch. Aber Gastronomie stimmt. Gastronomie ist auch falsch. Ich bin jetzt immer ich bin wieder beim Thema Handwerker angelangt, Werkzeuge an sich. Man könnte sich vorstellen, Neubau, es wird renoviert, ein Riesenproblem in der Ecke, wieder irgendeine Nur weil Flanschen. Du am Wochenende renoviert hast und dir die Glaswolle aus der Unterhose Ja, wurde. Genau. Flanschmuffe in der Ecke und einer sagt, schau, krieg ich nicht ab, gib mal den geschnittenen Mönch. Wie sieht denn der aus? Der geschnittene Mönch. Aber sowas von geschnitten. Also wie der aussieht. Das, wirklich, das ist so ein halb S-förmiges Ding, also die Knie nach hinten und dann die Arme nach vorne und obendrauf ist noch ein Kreuz. Ein Kreuz. Ja. Kreuz, Schlitz, Kreuz, beten, aha. Vielleicht ist das einfach eine bestimmte Frisur. Im Friseurhandwerk sagt man vielleicht geschnittener Mönch. Der Mönch an sich hat doch da so oben. Wie, so wie Hohecker. So wie Hohecker. Genau. Ein abgeschnittener Mönch. Abgeschnittener Mönch. Nein, das kann sein, weil der normalerweise hat ein Mönch nur eine Tonsur und wenn du vorne mit dem Ding abrutscht und hast vorne keinen. Ja. Das kann, bist du aber sowas von geschnitten als Mönch. Haarkranz nur noch hinten. Nur noch also hinten. Frisur. Das ist ja interessant jetzt. Ein Haarkranz nur noch hinten. Der geschnittene Mönch. Geschnittene Mönch. Vielleicht ist es einfach eine Figur, die man im Erzgebirge kaufen kann. Also ein Mönch aus Holz. Da gibt es dieses An, lebt denn der geschnittene Mönch noch? Ja, er lebt noch. Ja. Auch ein schönes Lied. Ist auch ein bekanntes Lied. Könnte aber auch einfach eine neue ZDF-Serie mit Otti Fischer sein. Das nehmt ihr. Das ist falsch. Ich hätte noch, es kommt aus der Landwirtschaft. Und zwar ist das die Art und Weise, wie man Kornähren zum Trocknen in so Büscheln hinstellt. Die stehen ja dann so, werden oben zusammengebunden, sind so geschnitten. So und furchtbar. Furchtbar. Du weißt immer alles. Ja. Ist das weiter, weiter. Punkt. Die stehen da, sind trocken und bewegen sich nicht, wie so ein Mönch halt. Was macht denn das? Das ist das, oder? Das und ist haben lieber was mit einer, oder? Mit einer Strohfrau. Stimmt, oder? Falsch. Ja. Lass mal überlegen, was macht ein Mönch, Ora et Labora, Benediktiner, gibt's da sonst irgendwas? Was machen die normal? Gemüse anbauen und Bier brauen. Mehr machen die doch gar nicht. Brauen, Fresse halten, beten, beten und stillsam. Und, ja. Es sei denn, man heißt Sean Connery, dann geht man auch in so einen Turm, der brennt. Dann, genau. Das geht also weg wie ein geschnittener Mönch, sagt man ja auch so zum Beispiel. Ihr seid ja ganz weit weg. Ganz. Wir waren mit nichts auch nur annähernd in der Nähe. Überhaupt nichts. Ach, es wäre ein frommer Wunsch gewesen. Deswegen werde ich euch sagen. Segelregatta? Segelregatta. Im Mittelalter. Machen Sie doch jetzt nicht wieder diese Gesten, Herr Balder. Ja, gut, okay, mach ich ohne Gesten. Segelregatta im Mittelalter. Lass ihn doch mal mit seinem Finger zeigen, die einzige Stelle, die keine Falten hat. Da freut der Mann sich. Was versuchen. Vielleicht ist es tatsächlich ein Schnaps, weil man sagt ja zum Beispiel auch Rumverschnitt. Ja.
Und da man ja weiß, dass Mönche gerne auch Wein anbauen oder überhaupt Alkohol herstellen, weil sie sonst nichts anderes zu tun haben, könnte es nicht vielleicht irgendein versetzter Alkohol in irgendeiner Form sein? Nein. Nein. Ich sag's euch. Ja. Also, Mönch und Nonne nennt der Dachdecker seine Ziegel, die er beim Decken von Ziegeldächern übereinander legt. Der obenliegende Ziegel wird Mönch genannt, der unterliegende Ziegel Nonne. Aber haben die jemals was miteinander gehabt? Moment, lach. Kommt gleich. Ein geschnittener Mönch ist, wie der Name sagt, ein geschnittener Dachziegel, der zum Beispiel benötigt wird, wenn ein Randausgleich hergestellt werden muss. Zum Beispiel bei Beziegelung eines Mauerfirst, so wie man das so in südlichen Ländern kennt. Mönch und Nonne, weil diese Art des Dachdeckens zuerst im byzantinischen Klosterbau zur Anwendung kam, zu einer Zeit, als es in Klöstern noch alles andere als züchtig zuging. Ach, da gab's richtig für die Hose? Da ging's noch richtig. Da waren Mönch und Nonne so. Danach wurden die benannt. Mönche. Und der Witz ist, also die Nonne ist unten, Nonne liegt unten und oben ist dann Mönch. Und Mönch wird dann auch zur Nonne, weil oben wieder ein Mönch kommt. Ah, Zwinger. Zwinger. Dachdecker, geschnittener Mönch, Michael Hildebrand, 500 Euro für Sie. Gratulation. Rolf Kerner kommt normalerweise aus Göppingen, heute Abend ist er hier. Rolf, wo befinden Sie sich denn? Oder Rolf, ganz dort oben. Guten Tag. Das ist der Bruder von Johannes B. Kerner. Nein, Kerner mit Ä. Rolf Kerner schreibt sich mit Ä. Kommt aus Göppingen und hat eine wunderschöne Frage, die dort lautet, was ist die Münchner Stimmung? Scheiße. Das ist, wenn du in einem entscheidenden Fußballspiel, wenn der Torwart den Ball fallen lässt und den Klasnitz reinhaut und du kriegst auf den Arsch und wirst nicht deutscher Meister. Das ist die Münchner Stimmung. Es sind ja einige Leute, die schon mal ein bisschen Musik gemacht haben in ihrem Leben, dass das irgendwie eine Stimmung vielleicht von einer Geige oder von einem Flügel und einem Klavier ist, die ganz besonders, klingt. Und deswegen sagt dann der Klavierstimmer, was wollen Sie, die Berliner oder die Münchner Stimmung? Und weil man dann vielleicht im Erdgeschoss wohnt und die Luft feucht ist. Es gibt keine Berliner und Münchner Stimmung, aber es gibt eine Münchner und eine andere Stimmung. Aber jetzt bräuchte ich nur noch das Instrument. Also Klavier war es nicht. Was ist mit Streichinstrumenten? Gitarre. Jetzt können wir alle Instrumente, das kann jetzt dauern, Leute. Nein, ich glaube Harfe. Das könnte wir grenzen es mal gut gelaunt ein. Ja, grenzt es mal gut gelaunt ein, aber nicht zu lange. Also, handelt es sich um ein Tasteninstrument? Das werde ich euch nicht sagen. Zum Blasen. Wir glauben, nicht wissen, Herr Baller. Ich weiß es. So eine Tuba, oder? Wenn es was mit Tönen München, aber wieso München? Es gibt eine Münchner Stimmung und es gibt auch noch eine andere Stimmung. Und wenn ich euch die andere Stimmung sagen würde, würdet ihr sofort wissen, einige wissen, um welches Instrument es sich handelt. Deswegen kann ich euch die andere Stimmung nicht sagen. Könnte München was mit Blasinstrument verloren? Das war das naheliegendste, aber es wird ja nicht nur in München blasen. Wie wäre es denn mit Benjo? Ein Benjo. Also wie wäre es denn mit, weil wenn er uns ja den anderen Ort sagt, dann kommen wir vielleicht über den Ort auf die Instrumente. Und es gibt doch da in Amerika Dixieland oder so vielleicht. Zwei verschiedene Ort, Benjos. New Orleans. Da spielen sie aber kein Five-String-Benjo. Die andere Stimmung ist die New Orleans-Stimmung, Herr Balder. Nein, nein. Ich gebe euch noch zwei Chancen. Ich finde das wieder total doof von ich Ihnen, nicht. Herr Balder. Ich möchte gerne dem Rolf 500 Euro geben. Das heißt, sowas glaube ich nicht. Ich glaube es Ihnen nicht. Das heißt, wir müssen ein Instrument finden, was man mit einer Stadt in Verbindung bringt. Wie den Dudelsack zum Beispiel oder so. Ja. Das wäre die schottische Stimmung. Genau, ja, beziehungsweise, ja, genau. Das ist Schottland doch nicht schlecht. Also, zwei Chancen gebe ich euch noch. Weil Klavier, es gibt mit Wien, oder meinen wir Wien, Musik und so. Man denkt zu kompliziert, glaube ich. Tja, ich weiß auch verdammt. Okay. Was könnte denn für eine Stadt mit irgendeinem, so klar verbunden sein mit irgendeinem... Hannover-Stimmung, wenn wir jetzt, wir haben ja Leute aus Hannover hier vielleicht. Das ist, da gibt es aber gar keine Musikinstrumente, glaube ich. Wenn man jetzt auf eine Weißwurst zum Beispiel flöten könnte, das wäre, dann würde ich sagen, es ist jetzt sozusagen... Ich werde es euch sagen. Nee, zwei Instrumente können wir wenigstens noch raushauen. Ja, aber dann zügig. Ja, aber dann hopp. Ja, hopp. Also was ist mit Schlagwerk oder so, Schlaginstrument? Aber das bringt nicht. Was habe ich denn eben? Trommeln natürlich kannst du spielen. Aber ich würde normalerweise wirklich auf ein Blasinstrument gehen, aber das kann nicht sein, oder? Dazu muss es irgendeine Stadt Sousaphon oder Tuba vielleicht. Tuba mit. Also Dudelsack hatten Sie eben schon gehört, Herr Balder, ne? Ich habe zwar keinen Dudelsack gehört, aber das Wort habe ich gehört. Ja, und da haben Sie aber ignoriert. Nicht reagiert. Habe ich gesagt, nein.
ein Wort ist jetzt schon weg. Bleibt noch eins übrig. Wie das mit einem Alphorn oder so? Also irgendwas, was... Wobei, das Alphorn ist ja so ein... Verdammt! Was kann das sein? Du bist Musiker, jetzt sag es! Ihr werdet euch ärgern. Ihr werdet euch sehr ärgern. Sehr ärgern werdet ihr euch. Und Rolf wird sich sehr freuen. Dann soll er sein 500... Ja, also ich werde es euch sagen. Es ist intern schon gefallen, aber ich kann da nicht eingreifen. Es ist die Wiener Stimmung. Und was gibt's da? Schnitzel. Es gibt die Münchner Stimmung und die Wiener Stimmung. Violine oder was? Dritter Mann. Dedeledele. Zither. Also da war ich doch mit Harfe nicht so weit weg. Also, im 19. Jahrhundert gab es zwei bedeutende Zitherbauer. Der eine saß in Wien, der andere in München. Jeder von beiden wollte eine verbindliche Norm durchsetzen, wie eine Zither richtig gestimmt zu sein hat. Damals gab es sehr viele Versionen, nach denen dieses Instrument gestimmt wurde. Also, es ist, Ende vom Lied war, keiner der beiden setzte sich vollständig durch. So gibt es heute die Wiener Stimmung und die Münchner Stimmung. Münchner Stimmung ist A-A-D-G-C, Wiener Stimmung ist A-D-G-G-C. So ist es. Rolf, 500 Euro für Sie. Wenn Sie Fragen haben möchten, können Sie uns die schicken. Genial daneben 50616 Köln oder einfach anrufen 01378 1120 oder eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Ines Niemann wohnt in Braunschweig und möchte wissen, was ist eine Brotkrustenbombe? Ja, ja. Das ist, wenn man Enten füttert und kommen. Man macht das richtig so. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Und man trifft die so volle Kanne auf den Kopf. Und dann macht die Ente flupp. Und dann. Dann ist sie böse. Also, Brotkrustenbombe ist auf jeden Fall was zu essen. Und was so zubereitet wird, dass es erst in einer Brotkruste im Ofen gegart wird. Gulasch. Es gibt doch Gulasch, der in so einem Teigmantel serviert wird. Schickedinger Gulasch. In so einem, Brotmantel, ja. Genau. Schickedinger Gulasch auf dem Bonner Weihnachtsmarkt, nur sehr zu empfehlen. Also nicht der Weihnachtsmarkt, sondern die Stadt. Und da gibt es nämlich Schickedinger Gulasch, das ist mit Sauerkraut und Gulasch in einer... Ich möchte wissen, was eine Brotkrustenbombe Gulasch ist. Gulasch im Teigmantel? Bitte? Gulasch im Teigmantel? Ja, das wird serviert in so einem ausgehöhlten Brot. Das ist so, wenn Heck morgens aufsteht, ne? Die da schon mal Sex oder einen Morgenmantel anhat. Ne? Gulasch im Teigmantel. So. Dachte ich, sag jetzt so ein Bild vor Augen jetzt. So, ne? Also ist es denn jetzt was zu essen? Okay, ist ein bisschen drüber. Brotkrustenbombe ist doch was zu essen, Herr Balder. Brotkrustenbombe ist nicht zu essen. Ist nichts zu essen. Dann geht es also dann doch um die Bombe. Dann geht es um eine Bombe und es gibt wahrscheinlich auch noch andere Bomben. Boom. Eisbomben. Nee, ich meine jetzt wirklich so... Puffbombe. Also du meinst eine Handgranate, weil die Oberfläche so aussieht wie eine Brotkruste, wäre eine Handgranate eine Brotkrustenbombe. Oder als man kein Geld mehr hat, den Krieg hat man ja Bomben gebacken. Und gegessen. Also, und nicht, ja. Und dann aus Brotkrusten, so Streubomben. Nein, nicht. Es gibt ja auch so Rouladen, diese Handgranaten. Rouladen sind ja in Wahrheit Rouladen. Rouladen. Ja, die sehen ja genauso aus. Vielleicht ist die Brotkrustenbombe das, was aus der Gulaschkanone rauskommt. Sehr lustig. Ganz lustig. Bei mir gefällt's. Völlig verkehrt. Es kommt vielleicht aus der Backindustrie. Und zwar, Semmelknödel. Semmelknödel. Und zwar werden da ja alte Brötchen reingeworfen und die Brotkrustenbombe, die hackt die klein und schmeißt die alle auf den Haufen. So ein Häcksler? Ja, ein Brothäcksler. Und da fliegen halt Brotkrusten, fliegen nur sowas von raus. Aber sowas von raus. Dass man sagen man kann, sagt ja, man sagt, der Walzen. Teig geht. Ja, der geht auf. Ach so. Ja, genauso wie Holz arbeitet. Deswegen bist du zum Beispiel kein Brett. Ja. Ja? So. Und es könnte ja zum Beispiel sein, dass jetzt Brot, das... Den fand ich auch cool. Das war sehr leicht zu amüsieren. Ja. Es könnte doch sein, dass das Teig, dass man irgendetwas aus Teig fertigt, was sozusagen irgendetwas drumherum kommt, auch eine Speise, wo dann der Teig aber im Ofen noch aufgeht und dann irgendetwas auseinandersprengt. Aber das ist doch nichts. Welcher Teig wäre das denn? Dann? Hefe? Hefeteig? Nein, was noch? Welcher Teig wäre noch da? Germteig vielleicht? Ein Salzteig? Nein, kein Salzteig.
Das hat doch nichts damit zu tun, aber ich würde es gerne sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen. Du hast schon gesagt, dass es damit nichts zu tun hat. Fischteig? Der dauert noch, aber natürlich. Ja. Bei mir ist er schon angekommen. Also Brotkrustenbombe hat nichts mit Essen zu tun. Nichts. Gar nichts. Okay. Ah. Überhaupt nichts. Es ist vielleicht das, wenn man in der Jugend, in der Pubertät noch sich befindet und relativ viele Auswürfe hat, also das ist sozusagen die Krustenabsprengung. Ja. Oh. Absprengung. Also das, was Christian Ziege im Gesicht hat. Ja. Zum Ziege, mein Gott, der die Brotkrustenbombe. Das Schlachtfeld. Ja. Ja, das Anschließende. Also ist es dann doch eher mehr medizinisch zu verstehen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg ins. Vielleicht Claude-Oliver Verderben. Rudolf. Ja. Nein, wir Richtung Medizin. Das ist ja auch schon, wenn man sich vorstellt, also damals Schwarzwaldklinik war das wahrscheinlich, wo Professor Dr. Brinkmann irgendwann sagte: Oh, Herr Doktor, Sie müssen dringend kommen. Da ist ein Patient, der hat eine Brotkrustenbombe. Sowas wie eine Gürtelrose. Ja. Vielleicht, ne? Sowas. Und dann war Lernschwester Gabi: Oh, oh Gott, der hat eine Brotkrustenbombe. Kommen Sie mal rein. Und vier Mann ums Bett. Und, oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Ah. Wo wäre die denn am menschlichen Körper? Ziemlich weit unten. Auf jeden Fall. Gut, beim Bernhard ziemlich weit oben. Also, nee, im Verhältnis, gesehen? Vielleicht ist das ein riesengroßer Leberfleck, weil Sie sich dazu fühlen. Nein, das ist nicht Christian Wörns, sondern Christian Ziege. Die kann man aber mit Butter beschmieren, wenn man mag. Ja, und manche dann auch mit Letterduschuft. Ja, genau. Also, Brotkrustenbombe, völlig Medizin daneben bis jetzt. Auch nicht. Brotkrustenbombe. Ganz falsch alles. Ja, entschuldige mal, es ist kein Tier, sonst wärst du mit deinen Insekten natürlich wieder nicht da. Gesagt, oder? Hast du schon gesagt, das ist kein Tier? Wir haben von Tieren noch gar nicht gesprochen. Eine Brotkrustenbombe. Wir haben von Tieren noch überhaupt nicht. Ist das vielleicht ein Fahrzeug? Es gab ja zum Beispiel auch mal den Leukoplastbomber. Das ist richtig. Der Lloyd. Bitte? Der Lloyd. Nannte man Leukoplastbomber. Oder der Trabant-Rennpappe zum Beispiel. Ja, so, vielleicht ist eine Brotkrustenbombe ist vielleicht eine Art. Ja, wie mag das Auto aussehen? Also ich würde sagen. Ich habe eine ganz andere Idee. Was ist mit einem Vierer-Bob? Damals in der ehemaligen Täterei haben die ja aus, also sie waren ja sehr erfolgreich im Bobsport, wie wir alle wissen. Im Grob. Aus alten Im Bob, Broten im Bob, so den Bobs anderen haben gemacht. Die ja aus ziemlich einfachen Mitteln, so in irgendwo im Erzgebirge, wurden ja Bobs gebaut, damit die Jungs da trainieren konnten. Und die waren halt so dünn, dass sie fast waren wie so ein Mantel von einem Brot. Und dann wurde dann gesagt, Mensch, die Brotkrustenbombe. Wenn die so runtergeschossen sind, der Vierer-Bob sieht ein bisschen aus wie eine Rakete, wie eine Bombe. Ja. Wie ein Boot. Vielleicht haben sie in der DDR früher ja auch Autos aus Brot gemacht. Also wie der Trabant. Viele haben den ja gegessen dann irgendwann. Ja, wenn du dich so lange darauf gefreut hast, nach 18 Jahren, da hat man aber auch Hunger. So. Ich wäre ja wirklich wieder im Insektenreich. Weil es gibt doch so Käferchen, so Pillendreher. Die machen so lustige kleine runde Pillen. Und vielleicht ist eine Brotkrustenbombe irgendetwas, was ein Käferchen sich aus Brotkruste dreht, so um den Feind abzuwehren. Vielleicht der holt so Brotkrusten, fliegt dann so lange. Vielleicht ist es eine speziell aussehende Form von Kot von bestimmten Vögeln, die das abwerfen. Von welchen? Die vorher Brot gegessen haben? Nein, von das sieht aus wie ein Brot. Vielleicht ist es einfach, wenn der berühmte Krustenvogel geht. Aus Südamerika. Es gibt ja schon mal, dass man irgendwie im Urlaub sagt, Mensch, du hast aber ein Toastbrot hier auf der Schulter. Und dann sagt einer, nee, da hat mir gerade ein Vogel drauf gekackt. Das ist eine Brotkrustenbombe. Das kommt, das ist glaube ich, das kommt gut aus der Spendensammlung. Man sagt auch Brot statt Böller. Man schmeißt die hin und dann explodiert so ein Baguette oder so. Einfach ausreden lassen und in aller Ruhe. Ich habe überhaupt keine Therapie kein wirkt nicht bei mir. Ich sag's euch, Brotkrustenbombe nennt man Gesteinsbrocken, die bei einem Vulkanausbruch herausgeschleudert werden und nach dem Abkühlen blasenartige Ausbuchtungen und Risse aufweisen. Ja, und das schmeckt gut, oder was? Nein, aber die Oberfläche des Gesteins ähnelt in ihrer Struktur dann einer Brotkruste. Das haben wir alles schon mal gesehen im Fernsehen, wenn so der Ätna. Also vom Ätna kennt man das. Dann sieht das so aus, dass da dieses Lava, wenn das dann so kalt wird, dann sieht das aus wie so ein Brot. Lava nicht so rum, ne? Ja. Ja, in Lava-Kreisen heißt das Brotkrustenbombe. Ines Niemann, 500 Euro. Gratuliere Ihnen. Ja. Andreas Fels wohnt in Rathen und möchte wissen, was versteht man unter Kadaververjüngung? Lifting. Ja, Lifting. Lifting, ist ja ganz klar. Das ist, ja.
Kadaververjüngung. Das ist so ein flapsiger Ausdruck wieder aus Österreich. Ne? Das ist nicht irgendwie ein sachlicher Ausdruck. Das ist ein ganz sachlicher Ausdruck. Echt wahr jetzt? Ja. Also eine Verjüngung ist ja nicht nur sozusagen altersmäßig zurückschrauben, sondern auch reduzieren. Sondern reduzieren oder verdünnen. Genau. Vielleicht wird damit, wenn jetzt ein Tier ausgenommen wird, um es später so zum Verzehr zu präparieren, dass man das in irgendeiner Form kleiner macht, damit man es dann auch noch in irgendeiner Form präparieren und servieren kann. Es gibt ja Leute, die Innereien essen. Bernhard? Ich glaube, es ist was anderes. Kadaververjüngung. Aber vielleicht, wenn Klaus-Jürgen Wusso die Gesichtscreme von Uschi Glas nimmt. Zum Beispiel. Gute Vorstellung. Das ist der Tierzucht. Es gibt ja bestimmte Tiere, die fressen nur lebende Tiere, werden aber mit toten Tieren gefüttert. Und jetzt werden die so behandelt, dass das Tier meint, diese Kadaver wären noch lebend, also jünger. Zum Beispiel. Was? Normal. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich habe nie verstanden. Normal. Also, ein Beispiel. Zum Beispiel. Frösche kann man nicht mit toten Fliegen füttern, sondern nur mit lebenden Fliegen. Wenn man jetzt eine tote Fliege hat, ist das ein Kadaver. Man tut jetzt so, als würde sie fliegen, indem man so macht. Oder indem man sie lebend schminkt und dem Frosch gibt, damit er drauf reinfällt. Man macht denn so ein paar Blutäderchen auf die Nase der Fliege. So, und dann denkt der Frosch, die ist ja gar nicht tot, die ist ja jünger. Und dann frisst er die. Und ist nicht tot, die ist jünger? Ja, weil wenn sie ja älter wäre, ist sie tot. Also sie sieht jünger aus. Als sie jünger war, hat sie noch gelebt. Aber ja, die Tabletten von Bernhard hier. Kadaver ist ja jung. Tot, meine ich. Wenn man jetzt Folgendes machen würde, wenn man jetzt diese Brotbombe nehmen würde von eben und würde Kadaver relativ weit in das Himmelsreich hineinschießen, sodass sich, und zwar entgegengesetzt der Erdumdrehung, sodass man, wenn man weit genug ins All fliegt, im Grunde genommen ja wieder rückwärts in der Zeit ist. Natürlich. Dann wäre das Kadaver oben im All verdammt jünger, oder? Ja, aber, also viel jünger. Also, keiner weiß, wofür man das braucht. Aber Jesus hatte ja auch schon jünger. Der hatte schon Latschen vor allem. Aber wo du eben gesagt hast, jung, vielleicht ist das so jung und tot und heiß auf Ibiza und das ist irgendwie so eine Sat.1-Zombie-Komödie oder irgendwie sowas. Ich möchte ganz kurz nochmal in der Beerdigungsindustrie bleiben, weil es gibt ja öfter schon mal, dass irgendjemand verstirbt, so eine Schauspielerin mit 78 und so und 7-mal geliftet und der hält auch nichts mehr und so. Und dann wird die halt nochmal aufgebahrt und möchte noch einmal richtig gut aussehen, das ist so testamentarisch von ihr festgehalten. Wenn ich da nochmal aufgebahrt wäre, möchte ich aber nochmal 15 Jahre jünger aussehen, was mir die letzten Jahre nicht mehr irgendwie, was ich nicht mehr geschafft habe. Und dann kommt der Präparator. Jetzt kommt der Präparator, der Kollege, und da wird dann schön gewaschen und so und hinten mit so schönen, also ihr kennt doch diese Klammern. Wäscheklammern. Wäscheklammern, es gibt auch andere so größere. Schraubzwingen, richtig. Und die werden dann irgendwie installiert im Sarg, so man, dass man schön ein bisschen Samt drüber, dass man sehen kann. Dann dreht einer schön am Drehen und sagt, der Scheiße, sieht immer noch alt aus. Kadaververjüngung, dreh weiter. Und dann wird so lange gedreht, bis da alles straff ist und die Leute, die hier vorbei gesagt, so jung und muss sie schon von uns gehen. Das, glaube ich, ist eine Kadaververjüngung. Sagen Sie, dass es richtig ist und ich habe meinen Spaß. Wir haben alle unseren Spaß, aber es ist falsch. Ach was? Ist falsch. Also. Kadaververjüngung. Möglicherweise ist Kadaver gar nicht das, für das wir es halten. Möglicherweise nicht. Ja, weil wir sagen ja, tote Tiere oder so etwas bezeichnet man mit Kadaver, aber vielleicht ist es entweder im übertragenen Sinne oder in anderer Form eigentlich bezeichnet Kadaver was ganz anderes. Es ist nicht ganz so richtig, aber dann wieder doch teilweise. Also hat vielleicht es etwas mit Einfrieren von toten Tieren zu tun? Vielleicht ist mit Kadaver sowas gemeint wie, keine Ahnung, der Wurmfortsatz vom Blinddarm, der nicht mehr gebraucht wird. Kadaver, und der sich, was? Ja, also als etwas, wo er sagte, dass man nicht direkt... Nur weil dein Tod Arzt immer zu dir Kadaver sagt. Besser als verjüngt, wäre besser. Vielleicht, es gibt ja eine ganze Reihe von jetzt ganz völlig ins Blaue gesprochen. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel Farben. In der Farbenlehre gibt es ja eine ganze Reihe von... Rot-Grün-Kadaver. Ja, genau, das ist dann so braun. Mach mal ein bisschen mehr Kadaver rein. Das hier, das. Aber da gibt es ja zum Beispiel natürliche Pigmente, die eben komplett aus, sagen wir mal, tierischen oder pflanzlichen Wirkstoffen gewonnen wurden. Inzwischen ist das natürlich nicht so, aber früher haben die Maler das getan. Vielleicht haben sie in irgendeiner Form, bezeichnet das damit jetzt irgendeine Substanz, die verwendet wurde von Tieren, die man dadurch wieder gebrauchsfähig macht. Es hat mit Tieren nichts zu tun. So, da haben wir es schon. Schwer, Kadaververjüngung. Das ist wirklich schwer. Ja, es ist sehr schwer.
Ich glaube, es weiß niemand auf der ganzen Welt. Außer ja, einer. Professor einer. Dingens, der Professor auch Andreas Fels. Und ich natürlich. Und Dr. Kadaver. Und Dr. Kadaver. Ihr werdet nicht drauf kommen. Ich werde es euch sagen. Kadaver ist ein Begriff aus der Forstwirtschaft. Ach, ich wollte gerade Bäume sagen. Als Verjüngung bezeichnet der Förster ganz allgemein das Wachsen junger Bäume. Das heißt Verjüngung beim Förster. Kadaver nennt man abgestorbene Bäume oder tote Baumstümpfe, auf denen sich zuweilen Samen ansiedeln, die bei günstigen Voraussetzungen in dem Baumkadaver Wurzeln schlagen. Die wachsen dann um den Stumpf herum und graben sich in den Waldboden ein. Das nennt man Kadaververjüngung. Haben wir alle schon gesehen. Also ich habe das schon gesehen im Wald, so ein Baumstamm, der so liegt und da kommen so kleine Sprießlinge da so. Das ist Kadaververjüngung. Andreas Fels aus Rathen, 500 Euro für Sie. Sehr schön. Finger weg! Das ist meiner. Genial, aber nicht daneben. Zartgemüse in der Trendbox von Bonduelle. Eine sehr schöne Frage von Michael Weber. Er wohnt in Linz in Österreich. Und Michael möchte wissen, warum wurde im November 1898 im Londoner Kaufhaus Harrods Cognac an Kunden ausgeschenkt? Im November 1898. November 98. November 1898. Ist kalt und das wärmste Jäckchen ist das Cognacchen. Sehr hübsch, aber es hatte einen triftigen Grund. Also Kunden bekamen Cognac. Das wird der Geburtstag von Camilla Parker Bowles gewesen. Weil so wie die aussieht, ist sie locker an die 100 und wenn du die siehst, musst du sowieso einen Cognac trinken. Also. Das sehe ich ja nicht so. Ich finde sie ja lecker. Was findest du? Was ist los? Ja, ich finde die attraktiv, weil ich Intelligenz attraktiv finde. Ich finde, das hat nicht immer was mit dem Äußeren zu tun. Aber ich denke, weißt du, dass sie intelligent ist? Deswegen mag ja Frau von Sinn mich auch so sehr. Genau. Ja. Bist du sicher, dass sie schlau ist? Obwohl, was soll die sonst sein? Bin ich mir sicher. Also, Bleiben wir mal bei Sinn. Also entweder ist jemand geboren oder es ist ein Unglück passiert. Weder noch. Aha. Ja. Das könnte ja auch meines das Gleiche sein. Da haben sich einfach gedacht, besoffen kaufen die mehr. Das habe ich auch gedacht. Ja, habe ich auch gedacht. Stimmt aber nicht. In London ist England. Moment, ich habe eine Idee. Cognac ist ein französisches Getränk. Ja. So. Und? Naja, sag ich jetzt mal. Die haben die Franzosen geschlagen. Es war irgendwie wieder mit Krieg. Es gab wieder irgendeinen Krieg, wo die den Franzosen mal richtig, was ich ja sehr schön finde, mal auf den Deckel gehauen haben. Und dann hat hinter irgendein König gesagt, so, die Franzosen und jetzt, nein, die haben ein Schiff gekapert. Und das war ein französisches Schiff. Und die haben Cognac in irgendwelchen Fässern transportiert. Und da hat der König gesagt, so, die Froschfresser und heute gibt's mal schön das Zeug, was wir erbeutet haben, auf irgendeinem Siegeszug wird, gibt's heute umsonst. Ab 12 Uhr im Harrods, jeder, der will und Durst hat, kann bitte kommen. Ab heute wird zurückgetrunken. Wie hieß das Schiff? Jacobi 1880. Also ich sag noch mal, dass dieser Cognac gratis war. Und das war keine Werbeaktion für uns. Vielleicht wurde der gar nicht getrunken. Doch, der wurde getrunken. Sondern zum Einreiben, meinst du, ja, weil es so kalt war. Ja, zum Flecken entfernen. Nein, der wurde... Zum Flecken entfernen. Ja, nur. Nein, der wurde getrunken. Der wurde richtig getrunken. Was ist denn das, die Tür? Leuten. Die wollten raus und irgendwie hat schon einer der Parkwächter oder der Nachtwächter schon die Türen abgeschlossen, die kamen nicht mehr raus. Und damit die Leute dann nicht alles kurz und klein schlagen, haben gesagt, komm, Die Heizung war ausgefallen. Das ging den ganzen Tag lang. Ich meine, vielleicht hat der alte Herr Harrods irgendwie ein Kind bekommen, also seine Frau vielleicht oder so, und es wurde gefeiert. Also es gab was zu feiern, dass er gesagt hat, ich gebe mal eine Lokalrunde. Und später hat er gemerkt, scheiße, ich habe ja ein Kaufhaus. Ja. So, er ist dann geärgert, aber... Naja, was du einmal gesagt hast, ne? Kommst du nicht mehr. Die Frage ist, haben die, also grundsätzlich müssten wir uns mal überlegen, liebe Kollegen, hatte Harrods bereits diesen Cognac und musste ihn dann ausschenken oder hat das getan? Oder steckte ein großer Plan, vielleicht eine Verschwörung dahinter und sie haben ihn angeschafft, um ihn zu verteilen? Das sind ja zwei grundsätzliche Wege. Von der Landung der Außerirdischen. Abzulenken zum Beispiel. Ja, klärt doch die Frage erstmal. Ja, ich habe vorgeschlagen, ihr löst. Also ist schwer. Hatten November. Die den schon und mussten ihn verdammt, weil zum Beispiel der, der Kühlschrank kaputt gegangen ist oder weil... Hat es denn schon was mit dem Weihnachtsgeschäft zu tun gehabt?
An sich weniger. Aber was mit zu feiern? Was also die Queen hat ihr Abitur bestanden oder irgend sowas. Kann, also irgend aber so was ist denn, dass kann das nicht irgendwas sein, irgendeine politische Auseinandersetzung mit den Franzosen? Und dann haben die gesagt, Mensch, warum jetzt trinkt man denen noch nicht noch die Sachen weg und hat eigentlich Boykott? Ja, hat es was mit Frankreich zu tun? Weil eigentlich ist es ja wirklich ungewöhnlich, dass die gerade in London Cognac verticken und nicht Whisky oder Bier. Frankreich überhaupt nicht. Haben die den extra dafür besorgt oder hatten die den eh da? Der musste weg. Ich denke mal, die hatten den da. Also in so einem Kaufhaus hat man den. Vielleicht haben die den en gros in Frankreich gekauft und haben sich gewundert, dass er in einem riesigen Fass geliefert wurde. Der gesamte Cognac in einem großen Fass. Und die hatten keine Flaschen, um die in Portionen abzufüllen. Und so mussten die Leute den schlecht ausdrücken. Füllen wir die Leute ab, haben sie gedacht. Ja. Wie haben die denn den dann getrunken? Aus die Pechern. Haben sich unter diesen Haaren gelegt. Das Fass wurde rumgereicht. Ja. Die Gebrüder Lumière haben den Film erfunden und das haben die Londoner gefeiert. Ja, jetzt sage ich es euch. Ja. Also, 1898 wurde bei Harrods die erste Rolltreppe Englands in Betrieb genommen. Und viele Besucher waren ob dieses technischen Wunderwerks so nervös, muss man sich vorstellen, ich meine, das erste Mal, dass sie von dem Angebot... jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, aber... Dass sie von dem Angebot Gebrauch machten, vor der Benutzung der Rolltreppe ein bereitgestelltes Glas Cognac zu leeren. Und einige Angestellten von Harrods waren mit Riechsalz unterwegs, das sogar zu Ohnmachtsanfällen kam. Das war damals so. Nein. Das war der Grund. Die erste Rolltreppe in England. Michael Weber aus Linz in Österreich. 500 Euro für Sie. Gratulieren. Ich habe eine schöne Frage von Anke Knappe aus Bad Düben. Das liegt in Sachsen. Und Anke möchte wissen, warum fliegen Mistkäfer meistens nie vor 12 Uhr mittags? Weil die auch spät ins Bett gehen. Ja. Der Mistkäfer an sich. Weil der Mistkäfer, der mag ja die Gärprodukte, die im Misthaufen entstehen. Und die entstehen nur unter Einfluss von Wärme. Und die entstehen nur unter... Weil die Kühe erst dann anfangen zu kacken. Ja, das sind doch Wiederkäuer. Das heißt, die fressen, dann legen sie sich nämlich, wenn es warm wird, hin, kauen das, verdauen das danach, dann kommt die Ausscheidung und erst dann lohnt es sich für den Mistkäfer, frischen, hervorragend angerichteten Mist zu finden. Ich stehe noch nicht auf, die Kuh hat noch nicht gekackt. Also der typische Mistkäfer ist doch. Also ich bin schon des Öfteren mal an Feldern und Wiesen vorbeigefahren, da war es 9 Uhr morgens und da habe ich auch schon kackende Kühe gesehen. Das kann es ja nicht sein dann. Jetzt muss ich sagen, die Mistkäfer, die haben sich halt die ganze, vielleicht sind die nachtaktiv und haben sich die ganze Nacht im Misthaufen rumgetrieben und haben Orgien gefeiert. Und jetzt sind die Flügelchen verklebt von den Fäkalien. Kotflügel, wie man und sagt. Kotflügel. Deswegen müssen die warten, bis die wieder trocken sind und können dann erst ab 12 Uhr mittags... Vielleicht sind die auch einfach nur in der Gewerkschaft. Ich wollte gerade sagen, nicht so die Mistkäfer. Gut, vielleicht haben die, arbeiten die erst ab mittags. Ja. Wie in Italien. Mistkäfern, ja. Vielleicht kommen die ja erst nach 12 auf die Welt. Vielleicht gibt es die vorher gar nicht. Vielleicht wird der Mistkäfer dann erst warm und das ist richtig. Der Mistkäfer benötigt eine Betriebstemperatur von ca. 38 Grad. Deswegen war die Frage auch, warum fliegen Mistkäfer meistens nie vor 12 Uhr mittags. Wenn der Mistkäfer ein sehr warmes Wetter hat, wo es morgens schon um 9 Uhr
35 Grad sind, dann kann es sein, dass er schon um 9:30 losfliegen kann, weil er dann schon seine Betriebstemperatur erreicht hat. Hat er am nächsten Tag aber einen Jetlag. Aber was für ein... Das ist wunderbar. Aber normalerweise braucht der Mistkäfer den höchsten Stand der Sonne und dann hat er seine Betriebstemperatur von 38 Grad erreicht und dann kann er fliegen. Das wurde so gesagt. Anke, es tut mir leid, aber Bernhard Hoeker, unser Streber, hat es wieder mal gewusst. Ich habe mich dann doch geirrt ein bisschen. Ich habe gesagt, ihr wisst gar nichts. Ihr habt dann doch etwas zumindest gewusst. So schlecht waren wir doch. So schlecht war das. Nee. Nee, finde ich auch. Gut geschlagen. 3+, finde ich. 3+. 3+, ja. Einverstanden, 3+? Ja. Machen wir 3+. Das war genial daneben.